Du hast das Gefühl, dass die Menge der Projekte und Aufgaben dich überfordern, dir gar über den Kopf wachsen? Nun, dann bist du heute hier richtig, wie du in 3 Schritten raus aus der Überforderung kommst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe noch mehrere andere Unternehmen gegründet und bin in vielen Vereinen, entweder Mitglied oder sogar im Vorstand. Und viele fragen sich, wie kann man das alles unter einem Hut bekommen? Und ich zeige dir heute eine Methode, wie du in 3 Schritten sofort aus der Überforderung herauskommst. Der erste Schritt ist dir sicher schon bekannt. Du nimmst dir eine Liste und schreibst alles auf. Aber die Betonung liegt hierbei auf alles. Wenn dir immer noch etwas einfällt, hier ein Gedanke und da eine Aufgabe, warte so lange, bis du alles auf Papier niedergeschrieben hast. Und das können dann schon 1, 2 oder 3 DIN A4 Seiten werden. Die meisten Menschen schreiben sich nicht alle Punkte auf die Liste auf und noch weniger gehen über den zweiten Schritt, zu dem ich dich heute einlade. Der zweite Schritt besteht darauf, dass du dir weitere Zettel vom Papier nimmst oder Excel-Tabellen oder Aufgabenlisten digitaler Art, die du aber unterteilst nach Kategorien. Und diese Kategorien, die können zum Beispiel sein, dass du Telefonate durchführst, das soll ein Telefonhörer sein, dass du E-Mails schreibst, Post schreibst, WhatsApp schreibst, Faxe schickst. Das nächste ist dann, dass du in dem Bereich Rechnungswesen Aufgaben wie Überweisungen, Kalkulationen, beispielsweise Rechnungseintragskontrolle oder Mahnwesen hast. Das nächste ist dann, dass du sonstige Aufgaben machst, die nicht diese 3 Aufgaben sind und die auch nichts damit zu tun haben, dass du dich mit Menschen triffst. Und wenn du dann noch Planung, Ziel und Zeitmanagement beispielsweise auch noch separat aufschreibst auf einem Zettel, dann hast du eine wunderbare Kategorisierung deiner Aufgabenstrukturen. Im zweiten Schritt ist es also deine Aufgabe, diese verschiedenen Kategorien aufzuzeichnen und jetzt Stück für Stück jede Aufgabe dieser Kategorie zuzuordnen, bis deine Vielzahl von Blättern, bis alle Aufgaben komplett verteilt sind auf diese Kategorienblätter. Das ist das Ende des zweiten Schritts, dass du diesen Zettel wegschmeißen kannst, weil du weißt, alle Aufgaben sind auf den Unterkategorien. Jetzt fragst du dich, warum das so wichtig ist. Nun, ich kann dir Geschichte erzählen von dem Kapitän mit seinen 2 neuen Matrosen, die in einen Raum gerufen worden sind. Da war ein riesiger Wäscheberg, den sie wegwaschen sollten. Die haben zum Kapitän gesagt, der ist so groß, das schaffen wir nie. Und dann hat der Kapitän gesagt, nun, da gibt es eine kleine Möglichkeit, geht mal kurz in die Kompüse, was trinken, was essen und kommt mal in 30 Minuten wieder. Und dann kamen die Matrosen nach 30 Minuten wieder und der Kapitän hat aus diesem großen Wäschehaufen viele kleine Haufen gemacht und einen kleinen Haufen in einen Nebenraum gepackt. Und dort hat er die Matrosen hingelockt und hat dann gesagt, schaut euch diesen kleinen Wäschehaufen an, traut ihr euch zu, den wegzumachen? Und sagten die Matrosen, na klar, so einen kleinen Wäschehaufen können wir heute wegschaffen. Und das haben sie viele Tage, Wochen, Monate gemacht und eines Tages kamen sie wieder in den großen Raum, wo der große Wäschehaufen war und siehe da, er war weg. Es geht also nicht nur darum, den Kopf frei zu machen und alles auf Papier niederzuschreiben, sondern diesen großen Wäscheberg, der dann entsteht, auch zu unterteilen in viele kleine Häufchen und zwar nach Kategorien, die Sinn machen, auch später bei der Integration in dein Zeitmanagement. Der dritte Schritt ist nun, dass du deine einzelnen kleinen Wäschehaufen, die kleinen einzelnen Kategorieaufgabenlisten nimmst und diese Aufgaben wiederum überträgst in deinen Kalender. Und zwar so lange die einzelnen Aufgaben überträgst mit einem Termin in deinen Kalender, bis alle Aufgaben aus dieser Kategorienliste im Kalender übertragen sind. Und dann kannst du auch diese Listen wegschmeißen. Und das machst du alle Kategorien durch, so lange, bis alle Aufgaben in deinem Kalender übertragen sind. Jetzt denkst du vielleicht, das kriege ich ja gar nicht an meinem Tag unter oder in der Woche. Und da sage ich dir, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn du bei einem renommierten Herzchirurg anrufst und eine Operation oder einen Untersuchungstermin haben willst, nun, was wird dir hier vorne die Sprechstundenhilfe sagen? Ja, kommen Sie gleich heute Nachmittag vorbei oder morgen oder übermorgen, es ist alles frei. Nein, das wird sie nicht. Sie wird Ihnen sagen, oh, also unser Professor Dr. Med, Herzspezialist, ist leider ausgebucht dieses Jahr. Kommen Sie doch im nächsten Jahr im Mai, da kann ich Ihnen ab dem 15. Mai 2020 kann ich Ihnen noch was anbieten. Nun, dann kriegst du einen Termin im nächsten Jahr. Und das bitte erinnere ich auch, dass dein Kalender noch viele, viele, viele kleine Wochen hat. Da brauchst du einfach nur die Seite umzuschlagen und du kommst pro Jahr auf 52 Wochen. Und die kannst du gut und gerne mit deiner Lebenserwartung multiplizieren. Und wenn die noch 70 Jahre sind, nun, dann hast du noch 70 mal
52 Wochen, das sind mehr als 3640 Wochen, die du dann noch hast, wo du deine Aufgaben verteilen kannst. Und glaube mir, deine paar Aufgabenbergchen, die du dann notiert hast, die werden höchstens die nächsten 3 bis 12 Wochen vielleicht füllen. Aber danach hast du immer frei. Zusammengefasst bist du nicht deshalb in der Regel überfordert, weil du so viel zu tun hast, viel mehr als alle anderen Menschen. Nein, in der Regel ist es so, dass du dir zurzeit noch den Luxus leistest, deine Aufgaben im Kopf zu verwalten oder deine Aufgaben auf einer mickrigen, kleinen Liste oder gar mit gelben Post-Zettel am Kühlschrank zu verwalten. Das ist unprofessionell, das blockiert dein Gehirn, denn dein Gehirn kann sich nun mal nur 7 Informationen plus oder minus 2 Informationen abspeichern. Und diese kleine Gehirnliste, nun, die ist schnell voll. Das heißt also für die Zukunft, immer wenn du das Gefühl hast, du kommst in Stress, du weißt nicht, wo du anfangen sollst, oder du kommst so ans Gefühl der Überforderung oder fragst dich, wo sollst du das noch unterbekommen, nun, dann guck als erstes in deinen Kalender in die 4. Woche. Und wenn da noch was frei ist, nun, dann nimm dieses neue Projekt, diese neuen Aufgaben und schreib alle Aufgaben auf einen Zettel, unterteile sie, untergliede sie in Unterkategorien, vernichte den ersten Zettel und dann übertrage alle Aufgaben in deinen Kalender in die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen und dann vernichte diese Zettel und dann hast du ein wertvolles Buch, wo du genau weißt, du hast nicht nur Termine mit Menschen, da steht nicht nur drin, wann du zum Sport gehst, sondern du hast Termine mit allen Aufgaben gemacht und das fühlt sich souverän an, das fühlt sich sicher an. Du kannst abends gut schlafen gehen, morgens gut aufstehen und du weißt zu jeder Zeit am Tag, was der nächste Schritt ist, welche Aufgabe erledigt werden soll. Und du ahnst sicher, warum Menschen nicht nur in den klassischen Angestelltenlaufbahnen schneller Karriere machen, sondern auch Unternehmer erfolgreicher sind, die einfach mehr Projekte, mehr Kundenprojekte oder mehr Unternehmen gleichzeitig aufbauen können. Und es ist heute an dir, eine Entscheidung zu treffen. Möchtest du wirklich in der Zukunft deinen Kopf belasten mit den vielen kleinen Aufgaben und das Gefühl der Überforderung den Rest deines Lebens mit dir rumtragen? Oder möchtest du lieber voll entspannt und sicher durch den Tag gehen und zu wissen, du hast alle deine Aufgaben klar positioniert in deinem Terminkalender? Wenn du bei der Erstellung deines Zeit-, Aufgaben-, Projekt- und Zielmanagements Hilfe brauchst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, denn unsere Berater helfen dir gerne weiter. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg mit deinem Schutz, mit deiner Befreiung aus der Überforderung, am besten für den Rest deines Lebens. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.